meine Lieben, hier ist eure Mrs. Crazy Diamond. Ihr seht, ich habe etwas Schickes bekommen. Wir gucken rein. Ich kann mir denken, was es ist. Und zwar erwarte ich ein Paketli von der lieben Imela. Sie hat ja ihre Emotes gemacht. Sie hat ihre Emotes selbst gepixelt. Und ich darf Probe painten, quasi. Ja, das hat sie aber gut verpackt, Leute. Muss ich sagen, da hat sie gut verpackt. So. Dann machen wir, versuchen wir mal aufzukriegen. So. Das haben wir schon mal. Und da. Sehr cool. Ihr könnt reingucken, ihr seht nichts. So wie ich. Das ist doch gemein, oder? So. Wir packen aus. Was ist denn hier drin? Hier ist nur Verpackungsmaterial drin. Guck mal, ich habe Verpackungsmaterial bekommen. Ich habe ein Säckchen bekommen. Ich habe ein Bildchen bekommen. Und voll süß. Nochmal zu naschen. Leute, ich habe es mal ausgepackt. Ich tue erstmal den ganzen Müll weg. Den ganzen Müll einfach mal an Seite schmeißen, oder? An Seite schmeißen ist immer gut. Wir haben Naschi, Naschi. Oh, Knoppers. Ich mag Knoppers. Knoppers und Nanute haben wir gekriegt. Naschi, Naschi, tue ich an Seite. Meine Naschi, Naschi. Oh, was ist das denn? Ich bin ja nicht neugierig. Ich gucke erst. Werbung für die Pichu. So, einmal hier Werbung für Pichu machen. Pichu Moon Art. Das ist unbezahlte Werbung. Da könnt ihr mal reinschauen. Und zwar zeige ich euch mal so grob, was da drinne ist. Sie macht Schiffchen, sie macht auch Coverminder, sie macht, sie hat Stifte, sie hat auch Steine. Also da könnt ihr definitiv mal vorbeigucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Pichu Moon Art, einfach eingeben in Google, dann werdet ihr es auf jeden Fall finden. Ich lege euch das mal so hin, dann könnt ihr mal nochmal gucken, wie es geschrieben wird. Da. Wir machen weiter. Wir packen erstmal das Säckchen hier aus. Ihr bekommt ein umfassendes Toolkit in einem Säckchen. Und zwar habe ich von der lieben Imela, sie hat ihre Emotes und zwar bei Your Diamond Painting sind diese Emotes. Und das ist der Hammer. Hier wird zum Beispiel Werbung für unseren Discord gemacht. Da bin ich persönlich auch drauf. Könnt ihr eigentlich auch mal vorbeikommen. Discord, ja, das ist der Discord. Ich muss was näher an euch rankommen, Leute. Das geht nämlich sonst nicht. Das stellt ja sonst nicht scharf. So, hier ist scharf. Das könnt ihr euch mal merken oder da mal vorbeikommen und mal gucken. Wir würden uns auf jeden Fall freuen über jeden, der zu uns in den Discord kommt. Hier, unsere Diadara. Das ist unser Schildi hier. Unsere Diadara, so wird sie genannt. Ist auch bei Your Diamond Painting erhältlich. Mittlerweile auch in Strass. Und das, den werde ich mir holen. Die Diadara in Strass werde ich mir auf jeden Fall holen. Oh, ich liebe es. Dann, was haben wir hier noch? Werbung. Jede Menge Werbung. Einmal für Pichu. Einmal neue Eröffnung Online-Shop. Genau. Your Diamond Painting, und zwar da sind ihre Emotes erhältlich von der lieben Imela. Die Häschen-Emotes, ihr werdet es gleich sehen. Wir packen nämlich gleich aus. Ich darf Probe painten.
Und zwar die runden Steinchen, so wie ich das weiß. Ich lass mich überraschen, wir gucken nachher mal. Ne? Das ist einmal das. Da kommt diese Paintings her. Und Savasi Art. Da könnt ihr auch mal gucken. Picchu Moon Art. Wir gucken aber erstmal nach. Wir haben wieder Sticker. Also bei Your Diamond Painting bekommt ihr Sticker. Auch bei den Emotes von der Emela. Die coole Sticker. Ein Schuh. Cocktails sind immer gut. Hier, Tor mit dem Hammer. Was haben wir hier noch? Was ist das denn? Babykrieger. Ein Babykrieger. Was haben wir hier noch? Da ist noch eins. Oh, ein Igel. Mein Kind ist im Kindergarten in der Igelgruppe. Ich finde den Igel cool. Dankeschön. Als wenn ihr das gewusst hättet. Dann zwei Schiffchen. Einmal ein weißes Schiffchen und ein grünes Schiffchen. Finde ich cool. Danke dafür. Und Washi-Tape. Ich liebe ja Washi-Tape. Irgendwas färbt ab. Irgendeins von euren Werbedingern färbt ab, Leute. Aber macht nichts. Macht nichts. Wir haben einmal schönes Washi-Tape, um den Rand von den Bildern abzukleben. Ja, was haben wir denn hier noch? Uhuhu, wir haben hier noch Toolkit. Ein umfassendes Toolkit, wie ich meinen soll. Geh auf. Ich will jetzt. Der lässt mich nicht an das Toolkit. Was ist das denn? So, dann schneiden wir halt da auf. Ist mir egal. Ich will an das Toolkit jetzt. Leute, der lässt mich echt nicht an das Toolkit ran. Oh, Leute, ich weiß nicht, ob ihr die Dinger noch kennt. Kennt ihr die Dinger noch? Ich muss euch die so zeigen. Ich glaube, so. Kennt ihr die noch? Ob ihr die noch kennt? Die habe ich sogar hier. Solche Dinger habe ich sogar hier. Die habe ich gesammelt. Früher in den 90ern waren diesen Dinger richtig, richtig hip. Total cool. Dankeschön. Da freue ich mich am meisten drüber gerade. Da freue ich mich am meisten drüber. So, dann haben wir hier Wachs. Jede Menge Wachs. Jede Menge Wachs. Mega, finde ich gut. Dann einmal ein Stift mit Squishy und einem Dreieraufsetzer. Ja, und wir haben hierbei eine schöne mintfarbene Pinzette. Und zwar zeige ich euch mit diesem Schnabel quasi. Total schick, auch eine richtig ordentliche Pinzette, also kein Plastikzeug, nichts, wo ich sage, ne? Das ist nichts, also das ist richtig gut, richtig gutes Material. Kann man sehr gut mit painten. Finde ich gut. Die ist mein, die behalte ich. Da bin ich jetzt voll egoistisch, die behalte ich. Die ist schön. Ich finde die mintfarbene Pinzette wirklich schön. Ja, das war dabei. Alles in so einem schönen Beutelchen. Ich mag diese Beutelchen, ja. So, das ist das. Das ist einmal das, was als Toolkit kommt, ja. Ein paar schöne Sticker dabei. Und ich finde den Igel ja mega, ne? Igelgruppe ist gut. So, das ist das Toolkit. Das tue ich auch mal an Seite. So, ich tue mal meinen Namen da auch drauf. In den Namen möchte ich da sehen. So. Und jetzt packen wir. Wir packen aus. Wir packen einmal das hier aus. Ich bin so neugierig, wie das aussieht. Mir glaubt es gar nicht. Es ist so, ist gerade wie Weihnachten für mich. Toll. Also auf jeden Fall schön verpackt. Richtig nice. Finde ich gut. Finde ich toll. Ich liebe es jetzt schon. Und wir haben.
genau, unsere Steinchen und einmal das Bild. Das Bild zeige ich euch jetzt. Sekunde, ich muss es einmal gegenrollen, sonst kriege ich euch das nicht vernünftig gezeigt. Das wäre ja doof, wenn das nicht vernünftig gezeigt werden könnte, ne? Das soll ja auch richtig sein. Und so, das ist es, das ist das Emote von der Emela. Könnt ihr auf Twitch mal abchecken, die Emela. Die streamt auch auf Twitch. Das ist ihr Häschen-Emote mit dem Herzchen. Ich finde das so, 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 so schön. Und ich bin richtig gespannt. Wir haben dabei runde Steine. Wir haben runde Steine dabei. Na, stell scharf, da. Und die Qualität von den Steinen ist, scheint richtig gut zu sein. Ihr seht es. Ihr seht, die Steine sehen richtig toll aus. Wir packen die Steine auch mal aus. Und wir haben eine Papierlegende dabei, Leute. Wir haben sogar eine Papierlegende dabei. Jawollo. Papierlegende ist dabei. Wie viele Farben sind es? 32 Farben haben wir. Für dieses kleine Bild, 30 mal 30 groß, sind es 32 Farben. Und das muss einer erstmal nachmachen. 32 Farben für dieses kleine Bild und es wird definitiv gut aussehen. Da gehe ich von aus. Wir painten es Probe. Also ich painte Probe. Deswegen lassen wir uns überraschen, wie es in rund aussieht mit runden Steinchen. Und es sind auf jeden Fall keine Harzsteine. Ich habe hier so zwischendurch immer mein Löckchen drin. So eine Vertiefung drin. Es sind Acrylsteinchen. Aber das macht nichts. Die sehen sehr gut aus. Ich zeige euch das jetzt mal so. So. So ist besser. So ist nicht mit dem Licht besser. Ihr seht, die sehen sehr gut aus. Ich hole mal raus, weil ich werde die sowieso jetzt gleich mal einsortieren oder später werde ich sie mir einsortieren, weil das ist das, was ich nämlich jetzt als nächstes mache. Mein Harley Quinn-Bild habe ich nämlich erfolgreich abgeschlossen gestern Abend. Deswegen ist das ganz gut, dass das jetzt schon kommt, ja. Wir machen hier einmal weiter. Ihr seht, das sind ganz tolle Steine. Auch hier. Ihr seht das mega. So, das ist das. Ja, das war es schon, meine Lieben. Einmal die Papierlegende. 32 Farben für ein Bild in 30 x 30. Symbole sind auch alle wunderbar. Kann man sich dann hier aus der Papierlegende rausschneiden auch. Das ist kein Problem. Ihr habt hier die DMC-Nummern dabei. Also, wie viele Farben, Symbole, DMC-Nummern und wie viel Stück? Das ist die Stückzahl, das letzte. Wie viel ihr von jeden Farben habt oder haben müsst oder auf dem Bild sind. Dann könnt ihr das euch ausrechnen, wie viel Steinchen ihr quasi für dieses Bild gelegt habt. Und das finde ich gut. Das Bild ist 30 x 30. Wir gucken nach der Klebekraft. Die Klebekraft ist mega. Also besser geht nicht. Das ist Flüssigkleber, wo ich ja persönlich drauf stehe, ne? Flüssigkleber. Wir gucken uns den Druck an. So, der Druck, ihr seht den Druck, der ist richtig klar, richtig deutlich. Na, fokussiere jetzt mal besser. Da, ihr seht es, klar und deutlich. Richtig toll. Ich freue mich darauf. Und zwar tierisch. Ihr habt ein paar Sticker, kriegt ihr dabei. Ihr kriegt noch Giveaways, zum Beispiel wie
Washi-Tape, zwei Schiffchen, ihr kriegt einen Stift bei, ihr kriegt Wachs bei, ihr habt eine gute Pinzette dabei. Besser geht's nicht. Das ist also das Emote von der lieben Emela, was ich Probe painten darf. Mit Papierlegende, runde Steinchen gibt es auch in eckig, gibt es aber auch in Strass. Da müsst ihr auf jeden Fall definitiv mal bei Your Diamond Painting vorbeischauen. Ich zeige euch das nochmal. Your Diamond Painting, da einfach mal vorbeischauen. Wird auf jeden Fall eine mega Sache, ist auf jeden Fall richtig toll. Ich liebe es, jetzt war das Mikro im Bild, egal. ich liebe es und ich werde euch das Endergebnis definitiv in einem von den nächsten Videos zeigen. Okay? Ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Dankeschön, liebe Emela. Ich freue mich da riesig darauf, das heute anzufangen zu painten. Ich werde Probe painten und dann werde ich es dir wieder zurückschicken, damit du vergleichen kannst mit dem eckigen. Ja, Dankeschön und ich sage danke fürs Zuschauen, bleibt mir gesund und bis zum nächsten Video, eure Crazy. Tschüssi.